nur Stefanie Groll begrüßen, die von der Böll-Stiftung für uns diese Session übernehmen wird, moderieren wird. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass die Böll-Stiftung hier mit dabei ist. Und sehe soweit, dass unsere Speaker gerade noch hier eingeführt werden. Ich würde gerade noch ein paar einleitende Worte sagen für alle Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf der Velo Week, dein Fahrradfestival zu Hause, systemrelevant, bewegend, virtuell. Und hier ist auch immer die Möglichkeit gefragt, sich zu beteiligen. Ihr seht unten einen schwarzen Balken. Dort gibt es einerseits die Möglichkeit F und A, das bedeutet Frage und Antworten. Ich bitte euch, diese Funktion zu verwenden. Ich werde da auch einen Blick drauf haben mit meiner Kollegin Kim van Dijk. Und wir werden das dann gerne auch in die Diskussion mit reinspielen. Auch nochmal die herzliche Einladung, nutzt den Chat, diskutiert da gerne, nehmt Sachen auf und beteiligt euch. Und jetzt möchte ich gerne an Stefanie Groll von der Heinrich-Böll-Stiftung übergeben. Vielen Dank, dass ihr diese Session hier im Rahmen der Velo Week organisiert. Ja, danke Isabel. Schöne Grüße in euer Velo Week-Studio. Sieht echt cool aus. Habt ihr schön ausgedacht und realisiert. Ja, herzlich willkommen an diesem sonnigen Nachmittag. Ich weiß nicht, wo Sie gerade zugucken. Ich hoffe nicht beim Fahrradfahren, das wäre zu gefährlich. Herzlich willkommen zu diesem Webinar zur Mobilitätswende in Berlin. Mein Name ist Stefanie Groll. Ich arbeite als Referentin bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Dieses Webinar ist aber organisiert von der Heinrich-Böll-Stiftung, von der Landesstiftung Berlin. Und ich begrüße Sie auch sehr herzlich im Namen der Landesstiftung Berlin. Wir wollen in diesem Webinar so einen kleinen Rundumschlag machen um die Verkehrswende in und um Berlin. Allerdings auch ein bisschen genauer noch gucken auf den Güterverkehr und auf den Lieferverkehr. Jetzt denken Sie vielleicht, ich bin auf dem Fahrradfestival, was habe ich jetzt hier mit LKW oder so zu tun? Ja, ich denke ganz viel. Also erstmal sind wir natürlich alle Konsumentinnen und Konsumenten, deswegen kriegen wir sehr viele Waren über den Güterverkehr. Andererseits ist natürlich der Güterverkehr auch systemrelevant. 70% des innerstädtischen Verkehrsaufkommens in Berlin, 70% sind vom Güterverkehr. Und das führt dann eigentlich auch schon zum zweiten Grund, warum wir denken, wir könnten auf dieser Velo digital auch mal über den Güterverkehr ein bisschen sprechen. Also nicht nur jetzt über Lastenräder und Cargo-Bikes, sondern tatsächlich über diese Brummis und die Nutzfahrzeuge. Denn es kommt ja regelmäßig auch zu Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum, auf den Straßen zwischen fahrradfahrenden Menschen und Lkw-fahrenden Menschen. Und drittens denken wir in der Heinrich-Böll-Stiftung, wird zu wenig über Güterverkehr gesprochen, weil es einfach eine relevante Größe ist, nicht nur vom Aufkommen her, sondern auch von den Emissionen her. Ja, deswegen hoffentlich bleiben Sie dabei. Es wird auch viel über Fahrrad gehen. Sie sehen ja schon Felix Weißbrich, der auch jetzt schon einige Webinare hinter sich hat. Es wird also auch über das Fahrrad gehen und über die Nutzungskonflikte. Als erstes fangen wir aber an mit dem Blick auf die Verkehrswende und auf den Verkehr und hoffentlich eine friedliche Koexistenz zwischen den Verkehrsträgern mit Eberhard Tief. Eberhard Tief ist Geschäftsführer des Landesverbandes Güterverkehr von Berlin und Brandenburg und wird uns jetzt in seinem Eingangsstatement so ein bisschen einen Einblick in die Branche geben, nämlich was sind eigentlich so die Anforderungen an eine moderne Stadtlogistik. Und nach Eberhard Tief kommt dann Felix Weißbrich und dann haben wir noch Stefan Gelper, da sage ich aber noch mal was zu, wenn Sie die noch nicht kennen sollten. Dann würde ich jetzt mal den Bildschirm freigeben für Herrn Tief. Hallo Herr Tief, ich grüße Sie. Ja, hallo Frau Groll. Einen schönen Sonntagnachmittag wünsche ich allen. Vielen Dank für die Einladung, der ich auch gerne gefolgt bin zu dieser heutigen Veranstaltung. Ich finde das klasse, dass wir endlich dazu übergehen, miteinander zu reden. Das, was die Verkehrsteilnehmer in Berlin sind, als nur übereinander zu reden. Und vielleicht, Sie haben es ja so angekündigt, sage ich mal etwas ganz kurz zum Verband LBBV, Landesverband des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes. Das ist ein ganz klassischer Unternehmerverband, Interessenvertreter für die Unternehmen des Güterkraftverkehrs, der Spedition der Logistik in der Region Berlin-Brandenburg. In der Zahl etwa 4.500 Unternehmen in dieser Region mit gut 300.000 Beschäftigten. Also ich denke mal, das ist schon eine deutliche Größenordnung, die dahinter steht, was vor allem das beschäftigungspolitische Element anbelangt. Um auch mal ein paar Zahlen zu nennen, damit man ein Gefühl bekommt, worum es eigentlich geht. Ich habe mir das mal rausgesucht, was so tagtäglich in Deutschland, und Berlin gehört ja mit dazu,
und man kann es ein Stück weit mit runterbrechen, von diesem Gewerbezweig geleistet wird. Also wir transportieren täglich 1 Million Tonnen Lebensmittel. Jetzt kann gleich wieder gestritten werden, ist das alles notwendig, ist das nötig? Ich sage mal zunächst dazu, Güterverkehr und Transport ist eine Nachfrage abgeleitete Dienstleistung. Also es gibt immer jemand, der eben sagt, bitte bring mir etwas von A nach B. Oder aber eine weitere Zahl, 390.000 Tonnen Papier und Bücher, 30.000 Tonnen Bekleidung. Ja, also denken wir vor allem mal an unsere Bereiche, dort wo der Einzelhandel im Textilbereich sehr affin ist. 1,5 Millionen Tonnen Gips, Glas, chemische Erzeugnisse, 570.000 Tonnen nur für den Export, also was in Deutschland eben produziert wird und rausgeht in die weite Welt, und auch Berlin ist davon ja mit betroffen. 520.000 Tonnen Importartikel, also ich denke, muss man an die Kiwi jetzt, ja, so die man mittlerweile jeden Tag haben möchte oder kriegen kann. Ja, oder eben auch, was eben sehr wichtig ist, 710.000 Tonnen Abfälle, die jeden Tag eben transportiert werden müssen. Also einfach mal, um dieses Gefühl zu bekommen, worum es in diesem Gewerbezweig geht. Und dann wurde diese Frage gestellt, was sind so die Treiber in dieser Branche? Also jetzt sagen wir mal so, was so die inneren Treiber sind. Da haben wir als erstes mal das ganze Thema Zuverlässigkeit. Also diese Zahlen, die ich eben genannt habe, die müssen jeden Tag, 7 Tage die Woche, 24 Stunden lang zuverlässig realisiert werden. Wir haben eine Versorgungssicherheit wirklich zu garantieren und zu gewährleisten. Und ich denke mal, das zurückliegende Vierteljahr hat es gezeigt, dass dieses Gewerbe es geschafft hat, wirklich in exzellenter Art und Weise, trotz all der Widrigkeiten, die Versorgungssicherheit in Deutschland, aber auch in der Hauptstadtregion und in Berlin selbst eben wirklich sicherzustellen. Ein Treiber, und da werden sich wahrscheinlich so manche wundern, und das hat auch was mit Wertigkeit zu tun, ist das Thema wirklich Verkehrssicherheit. Und wenn man sich die Flotten und die Fuhrparks und die Fahrzeuge anschaut, dann sind die nicht mehr mit denen zu vergleichen, die es zum Beispiel bei der Autowende gab. Sie sind deutlich moderner geworden, sie sind deutlich sicherer geworden, und sie sollen wirklich dem Thema Verkehrssicherheit wirklich deutlich Rechnung tragen. Auch wenn wir, und ich bleibe hier in Berlin, also das mit den 7 Verkehrstoten Fahrradfahrern im Zusammenhang mit LKW in diesem Jahr, das ist eine Zahl, die mich wirklich betrübt und die mich traurig macht. Aber ich sage weiter eben dazu, zu den Treibern, das ist das ganze Thema Umweltverträglichkeit. Und auch da mal so ein paar Zahlen. Der fahrzeugspezifische Emissionsausstoß, der ist seit 1990 beim LKW um 95% gesenkt worden. Also aufgrund von Modernisierung. Damals war eben das Thema ein Euro 0 gewesen, heute sind wir beim Euro 6. 95% Reduktion der spezifischen Ausstöße. So, und wenn ich vergleiche in dem gleichen Zeitraum, da hat sich der Güterverkehr mehr als verdreifacht in Deutschland und auch in Berlin. Und Berlin ist ja wirklich also ein Wachstumstreiber, eine Wachstumsmetropole hier in Deutschland. Und der Gesamtausstoß an Emissionen hat sich nur um 2% erhöht. Selbst die 2% kann man darüber streiten, ist das nicht doch immer noch zu viel, muss es noch weniger werden, kann man darüber diskutieren, aber wir wollen es zeigen, wir haben es auf der Agenda, wir haben es auf dem Schirm, aber ich sage auch ganz deutlich, das Transportgewerbe kann nur mit den Fahrzeugen fahren, die der Markt ihm bietet. Also da geht auch wirklich ein Ruf an die Adresse eben der Nutzfahrzeughersteller, und wir fordern seit langem deswegen einen solchen, sagen wir mal, auch Nutzfahrzeuggipfel, um darüber zu diskutieren, wie müssen denn Antriebe der Zukunft aussehen, die diesem Anspruch Umweltverträglichkeit noch besser gerecht werden. Ja, und das ist dann so eben einer dieser letzten Punkte, die ich nennen würde, als diese inneren Treiber eben Innovationen, vor allem in die Antriebstechnik. Das ist das, was uns wirklich beschäftigt. Und wo wir als Gewerbe doch sagen, ja, hier können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Güterkraftverkehr ökologisch und vor allem auch ökonomisch wird. Ökonomisch wieder zusammen mit den Punkten, die ich ganz zu Anfang gesagt habe. So, und wenn ich das Ganze jetzt mal drunter breche, ich soll nicht zu lange reden zu Anfang, doch nochmal auf dieses Thema, wie kann Innenstadtlogistik in der Zukunft aussehen?
Ich weiß, in vielen Metropolen dieses Landes, Stuttgart, Hamburg, aber auch Berlin, laufen seit längerem schon, also seit vor allem Mitte dieses Jahrzehnts, eben die Diskussionen, wie das künftig entwickelt werden kann. Und da wird eben viel in manchen Bereichen schon experimentiert. Da ist das Stichwort im Lastenfahrrad, da ist das Stichwort im City Hub, Mikrohubs und all diese ganzen Dinge. Und mal mit Blick auf Berlin muss ich Ihnen mal wirklich sagen, die jetzige Koalitionsregierung ist über 2 Jahre im Amt. Die Verkehrssenatorin, mit der wir solche Themen sehr gerne besprechen würden, die hat in diesen 2 Jahren für mich als Verband ganze 30 Minuten Zeit. Mehr an Diskussion und Gespräch gab es nicht. Und das ist etwas, wo ich auch sage, wir müssen natürlich hier wirklich direkt ins Gespräch kommen. Berlin ist sehr vielfältig. Und ich sage mal, die Anforderung, eine moderne City-Logistik in einem Kiez wie Schöneberg sind andere als in Charlottenburg und wiederum andere als in Marzahn und wieder andere als in Kreuzberg. Und darüber muss gesprochen werden, darüber muss diskutiert werden und dann muss wirklich um beste Lösungen und Konzepte wirklich gerungen werden. Und vor allem, sie müssen auch finanziell untersetzt werden, damit sie umgesetzt werden können. Denn was ist passiert? Wir haben auf allen Strecken Wachstum und Zunahme. Berlin wächst jedes Jahr um 40.000 Einwohner. Das zieht Transport nach sich, allein durch die Umzüge, durch die Versorgung. Unsere Infrastruktur ist in dem gleichen Tempo nicht mitgewachsen, im Gegenteil. Sie wurde gerade in den 2000er Jahren, Beginn der 2000er Jahre, auf Verschleiß gefahren. Da ist viel, viel nachzuholen. Und wir haben das beobachten mit Tartik, ich sehe es ja selbst auch, eben andere Verkehrsteilnehmer, die weiter nach vorn gedrängt sind, namentlich wirklich die Fahrradfahrer. Das ist ein schönes Bild, das jeden Tag zu sehen. Und ich sage also, wir müssen miteinander reden, wir müssen miteinander auskommen und nicht miteinander streiten und miteinander konkurrieren. Vielleicht so viel zu Anfang. Ja, vielen Dank für diesen Aufschlag, Herr Tief. Jetzt haben Sie natürlich schon ganz viele Worte gesagt und ich habe auch ganz viel, also mitgeschrieben, sind natürlich, kommen jetzt noch Nachfragen. Ich würde jetzt aber trotzdem, weil Sie es auch direkt angesprochen haben, das Fahrrad, ich würde jetzt trotzdem erstmal zu Felix Weißbrich nochmal überleiten. Ist es eigentlich okay, wenn ich Sie Mr. Pop-Up Bike Lane jetzt nenne? Nein, ist es nicht okay. Okay, dann sagen wir einfach Felix Weißbrich, Leiter vom Straßen- und Grünflächenamt in Felixberg-Kreuzberg. Friedrichshain-Kreuzberg. Genau. Und wir haben auch die Pop-Up-Bike-Lanes gemacht. Also das stimmt. Genau, deswegen der Name. Und da wollte ich Sie fragen, inwiefern haben Sie denn jetzt bei der Planung dieser wirklich mittlerweile weltberühmten Infrastrukturprojekte, sehr günstigen Infrastrukturprojekten, den Lieferverkehr, also die Brummis mitgedacht? Wie war da das Verhältnis in der Planung und auch Umsetzung jetzt? Ja, also informell kann ich auch mal Mr. Popper Bike Lane genannt werden, aber wir nennen es pandemieresiliente Infrastruktur, weil wir gesagt haben, dass in der Pandemie eben der Platz breiter sein muss, weil wir alle Abstand zueinander halten müssen. Das macht die Infrastruktur an Rad, die wir eh schon geplant haben, umso notwendiger. Deshalb haben wir es so in verwaltungsintern genannt und nach außen heißt es Pop-Up-Bike-Lanes. Genau. Ja, wie haben wir den Lieferverkehr, den Anlieferungsverkehr, insbesondere auch den Gewerbeanlieferungsverkehr mitgedacht? Ist ein großes Thema. Ich mache es mal ganz konkret am Cottbusser Damm. Dort haben wir eine Situation, dass der Platz schon immer eng war und dort haben sich viele Radfahrende bisher nicht wirklich getraut, diese Straße zu benutzen, weil, und jetzt, das ist gar nicht kontra, das ist einfach erstmal eine Beobachtung, weil der Gewerbeanlieferungsverkehr in seiner Not die Anlieferung, wie Herr Tief vollkommen richtig sagt, termingerecht zuverlässig machen zu müssen, vor Ort keinen Parkplatz fand. Und dann haben die Gewerbeanlieferer, beziehungsweise die Lkw-Fahrer, haben dann häufig, sehr häufig in zweiter Reihe gestanden. Und dann mussten sich die Radfahrenden quasi dran vorbeidrängen. Das ist eine zweispurige oder zweistreifige Straße gewesen. Und dort können Sie sich vorstellen, dann steht auf der rechten Seite steht dann ein LKW in zweiter Reihe und dann fährt ein Radfahrender, eine Radfahrerin vorbei. Und in dem Moment schießt dann von hinten noch ein Fahrzeug, häufig ja mit über 50 km/h vorbei. Das war eine regelmäßig sehr gefährliche Situation. Deshalb haben wir gesagt, hier muss dringend eine geschützte Radverkehrsanlage hin, die auch nach dem Berliner Mobilitätsgesetz, § 43 und nach dem bezirklichen Radverkehrsplan definitiv
für uns als Verwaltung Pflichtprogramm sind, dass wir es umsetzen müssen. Wir haben sie nur mit einfachen Mitteln der temporären Bausteineinrichtung jetzt in der Pandemie sehr schnell hergerichtet, tatsächlich innerhalb von 10 Tagen mit einem extrem verkürzten Anhörungsverfahren. Aber wir haben angehört und wir haben uns Gedanken gemacht, und jetzt komme ich zum Punkt, wie wir den Gewerbeanlieferungsverkehr berücksichtigen können. Und wir haben gesagt, wir ersetzen einfach die Situation dahingehend, dass wir sagen, es kommt da, wo bisher der Parkstreifen war, kommt jetzt der Fahrradweg hin. Und dann kommt da, wo bisher die LKWs in zweiter Reihe illegal geparkt haben, kommt jetzt auf der gesamten Linie der Straße eine legalisierte Ladezone. Das ist schon alles. B- und Entladen ist erlaubt. Und das haben wir getan. Wir haben jetzt in der Folge, ist allerdings, das will ich nicht verhehlen, ist mit einem altbekannten Berliner Phänomen zu tun, dass diese Ladezone von vielen Pkw-Fahrern leider nicht geachtet wird. Die parken da einfach, weil sie sagen, ja super, ist ja egal sozusagen. Ne? Und tatsächlich das Ordnungsamt momentan mit der Überwachung der Eindämmungsmaßnahmenverordnung extrem viel zu tun hat. Das führt wiederum dazu, dass wir sehr, sehr intensiv mit den Ladenbesitzern auch schon gesprochen haben. Ich könnte jetzt sagen, wir sind da eigentlich gar nicht zuständig, das muss das Ordnungsamt machen. Nein, aber wir sind ja quasi die Verursacher als Straßen- und Grundflächenamt und als untere Straßenverkehrsbehörde. Und muss auch erwähnt sein, vor allen Dingen SEN-UVK, Abteilung 6, der Herr Hegele ist auch mit im Boot. Die haben das sozusagen zusammen mit uns angeordnet. Also die Anordnung kommt von dort. Wir sprechen mit den Einzelhändlern und dem Gewerbe vor Ort und überlegen, wie wir es machen. Haben immer wieder die Situation, dass diese geringe Regelakzeptanz einfach ein großes Problem ist. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit des Gewerbeanlieferungsverkehrs leidet. Aber ich möchte den Schwarzen Peter an der Stelle, sage ich es mal ganz klar, nicht zwischen Gewerbeanlieferungsverkehr und einer Straßenverkehrsbehörde, die das Mobilitätsgesetz umsetzt, hin und her schieben, sondern tatsächlich dahin schieben, wo es hingehört, nämlich die geringe Regeltreue, gerade in Berlin, aber vielleicht auch vielerorts in anderen Städten, was die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung anbelangt. Das ist das höchste Gut, was wir im Straßenverkehr zu überwachen haben, dass sich Leute an die Regeln halten. Wenn Regeluntreue sozusagen der Standard ist, dann ist Unterschreitung von Sicherheit und die Nichtgewährleistung von Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden der Alltag. Und das können wir alle zusammen nicht dulden. Können Sie von den Lippen lesen? Ich habe gerade was gesagt. Ich sage es nochmal für die, die nicht von den Lippen lesen können. Danke Felix Weißbrich für diese Einsicht zur Beachtung des Lieferverkehrs und Sie haben gerade schon das Stichwort Straßenverkehrsordnung gesagt, das ist ja tatsächlich ein sehr wichtiges Regelwerk für die friedliche Koexistenz tatsächlich von allen Verkehrsteilnehmenden. Da würde ich gerne nämlich Stefan Gelper ein bisschen zu befragen. Stefan Gelper ist verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 den Grünen. Und Herr Gelper, vielleicht können Sie mal sagen, wie ist denn das in der Straßenverkehrsordnung? Die ist jetzt ja auch gerade novelliert worden, also es gab ein paar Änderungen, auch mit Bezug auf den Güterverkehr. Was konnte denn da erreicht werden, um also das Thema Sicherheit auch vielleicht voranzubringen? Ich weiß nicht, ob man noch regeltreue per Gesetz irgendwie herstellen kann. Wahrscheinlich ist da noch andere Sachen notwendig. Was steht in der Straßenverkehrsordnung? Inwiefern ist das ein gutes Instrument? Wo sind da noch Lücken, um diese friedliche Koexistenz herzustellen? Naja, ich glaube, die Beobachtung von Felix Weißbrich ist da schon richtig. Wir müssen halt eher über die Lücken reden, als über das, was die Straßenverkehrsordnung uns schon gibt. Klar, in der Straßenverkehrsordnung, wenn sich da alle dran halten würden, würden die Unfallzahlen nach unten purzeln. Also dann, ne, da steht ja vor und Rücksicht. Wenn alle vor und rücksichtig wären, dann dürften Unfälle tatsächlich bloß noch im absoluten Ausnahmefall passieren. Ist ja aber nicht so. Und deswegen kommt man sehr schnell dahin zu gucken, was ist jetzt bei der Straßenverkehrsordnungsnovelle passiert. Da sind ein paar Sachen reingeschrieben worden, die vorher de facto schon galten, weil sie zivilrechtlich schon geregelt waren. Also zum Beispiel dieser 1,5 Meter Abstand, den gab es ja vorher de facto auch schon und hatte gar nichts mit der Pandemie zu tun, sondern ist durch Rechtsprechung ausgearbeitet worden, dass es jetzt einen Unfall gab, da die Gerichte festgestellt haben, dass wenn Abstand von unter 1,5 Metern
ja, also wenn der nicht gewahrt wurde, dieser Abstand, dann war man da halt am Unfall schuld. Oder beim Abbiegen, dass man da in Schrittgeschwindigkeit abzubiegen hat mit dem LKW. Das ist jetzt auch keine alte bekannt, es ist nichts Neues, sondern das, auch das haben die Gerichte vorher schon festgestellt. Das ist jetzt neu in der Straßenverkehrsordnung allerdings kodifiziert worden, sodass das jetzt auch nachlesbar ist. Wer das vorher noch nicht wusste, der kann es jetzt lesen. Und damit ist es auch Bußgeld bewährt und damit kann es dann auch nach der Pandemie genutzt werden, um dann pandemieresiliente Strukturen in verkehrssichere Strukturen zu überführen. Ich glaube, das ist auch der geheime Plan, der in Berlin und anderswo in Bezug auf die Pop-up, der nicht geheime Plan, Pop-up-Bike-Lanes besteht. Ja. Dann springe ich jetzt aber direkt zu den Lücken. Also wir haben Lücken zum Beispiel, es gibt kein Schild für Ladelieferzone. Das, was Herr Weißbrich da nutzt, ist quasi eine Konstruktion, B- und entladenfrei in einer mit dem Parken oder Halten verboten Schild. Dass alle Pkw-Fahrer denken, da sind sie dann mitgemeint. Da kann man auch mal den eigenen Staubsauger rauspacken. Dass das eigentlich nicht so intendiert ist, erschließt sich dann allenfalls, wenn das Ordnungsamt mal vorbeikommt und das dann anspricht. Das heißt, wir brauchen eine Ladelieferzone, das erhebt Berlin und Stuttgart und München und so weiter noch nicht, das dann zu vollziehen. Also die Anordnung eines Schildes ist immer ganz gut, aber das Ordnungsamt oder die Polizei muss dann halt auch gnadenlos abschleppen lassen, wenn da sich nicht dran gehalten wird. Sonst hat man auch von dem Lade- und Lieferzonenschild nicht. Ja. Wir haben kein Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit. Das würde natürlich die Situation ein Stück weit entschärfen. Wir haben auch die Verkehrssicherheitszone nicht, also das heißt die Pflicht zum Abbiegerassistenten, was es, wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern redet, für die schwer macht zu sagen, wenn ich jetzt diese Investition mache, aber mein Konkurrent nicht, dann führt das zu einer Schräglage und da die Margen, das weiß Herr Tief im Zweifel besser, jetzt nicht so riesig üppig sind, kann das dann schon ein entscheidender Wettbewerbsnachteil sein. Also das fehlt alles, das ist bei der Novelle schlicht und greifend vergessen worden und dadurch hakt es dann auch ein Stück weit bei der Mobilitätswende. Da merkt man, vielleicht ist das Schlusssatz, dass bei der Novelle genau so weit gegangen wurde, dass es dem Autoverkehr eben, also das ist schwer, wie soll ich sagen, dass Herr Scheuer nicht schlecht dastand vor den autofahrenden Menschen. Das muss man, glaube ich, da schon an der Stelle festhalten. Jetzt gibt es eine Debatte, die sei noch erwähnt, last but not least, darum, dass wenn man in zweiter Reihe parkt und dabei andere Menschen behindert, dass man da einen Punkt kriegen kann. Und Herr Scheuer würde das gern zurückdrehen. Das deutet dann so ein bisschen auf den neuralgischen Punkt hin, wo wir uns dann Gedanken drüber machen müssen mit Lade- und Lieferzonen und Ähnlichem, dass man sich eben auch an die StVO halten kann. Ich sage aber auch, jetzt nicht in Bezug auf Güterverkehr, sondern gezielt auf Lieferdienste, dass wer sein Geschäftsmodell aufsetzt auf geplanten Regelbruch, dann vielleicht man auch was am Geschäftsmodell nicht an der Straßenverkehrsordnung ändern müsste. Also gemeint sind da diverse Paket- und früher auch Pizzalieferdienste. Die Pizzalieferanten haben das inzwischen alle geschafft, das auf Mopeds und oder Fahrräder umzustellen. Das heißt, es geht auch anders und ich glaube, das muss man auch ein bisschen mit im Blick behalten. Fürs Erste. Dankeschön. Ich würde gerne jetzt in dem Gespräch einmal ein bisschen beim Thema Verkehrssicherheit bleiben und auch bei diesen, was kann man da so infrastrukturell und schilderwaldmäßig irgendwie noch regeln und dann nochmal zum Thema auch Klimaschutz nochmal ein bisschen genauer kommen. Dieses Thema, diese Ausschilderung von Ladelieferzonen, das scheint mir jetzt, wie ich es höre, wie ich es wahrnehme, doch eigentlich eine bauliche Maßnahme sein, ein Hinweis zu sein, der allen irgendwie nützt. Also nützt den Fahrrädern, nützt auch dem Gewerbeverkehr, Herr Tief, oder? War das, also jetzt diese Änderung in der Straßenverkehrsordnung, da wären Sie da mitgegangen, dieses Schild zu haben? Das ist ja auch ein Punkt, den wir nicht kritisiert haben im Rahmen der SDVO-Novelle. Aber man muss immer bedenken, also nicht alle Straßen und Infrastrukturen geben solche Möglichkeiten her. Also hier wird von dem Idealzustand ausgegangen, dass wir so breite Straßen haben, dass wir überall genau diese Dreiteiligkeit herstellen können. Nein, es ist ja bekannt, dass der überwiegende Teil unserer Infrastruktur und auch in Berlin solche Optionen nicht hergibt. Ja, und wenn ich denn in manchem Diskussionspapier eben dann so lese, nicht der Lieferverkehr, der blockiert unseren Straßenraum, unseren knappen und beengten Straßenraum, dann ist das so ein Fingerzeig in diese Richtung. Knappheit ist eigentlich eben das Überwiegende.
und nicht wirklich diese Möglichkeit, diese Dreiteilung vorzunehmen, fließender Verkehr, Anliefer- und Entladeverkehr und dann wirklich im Radverkehr. Also wir müssen die knappe Ressource in Infrastruktur doch noch ein Stück weit neu denken und da wirklich hinschauen, wie Platz braucht jeder und wie können wir das wirklich sinnvoll miteinander verzahnen, dass dann vor allem das Thema Verkehrssicherheit wirklich so weit in den Vordergrund gerückt werden kann, dass wir dieses Ziel Zero eines Tages tatsächlich erreichen. Hm. Felix Weißbrich, haben Sie da noch eine Idee zu, wie das noch besser funktionieren könnte in Friedrichshain-Kreuzberg? Oder? Naja, ja, also wir haben nach oben bauen oder nach unten bauen? Ja, also Herr Tiefert schon recht, dass eine Anlieferungszone kriegt man nicht in jeder Straße hin. Mir fällt da so zum Beispiel die Bergmannstraße ein. Da ist es so, da haben wir jetzt ja auch im Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung gerade ein umfangreiches Verkehrsberuhigungskonzept vor. Herr Tief, mal konkret gefragt, was halten Sie eigentlich davon? Es gibt in vielen Städten gibt's ja das Konzept, dass Lieferverkehr vormittags einfahren darf und dann nicht mehr. Jetzt kommen wahrscheinlich ganz viele logistische Argumente, aber tatsächlich 6 bis 11 Uhr, ich komme aus Göttingen, da ist eine Fußgängerzone, da ist das Standard und da wird das auch praktiziert. Geht das in Berlin auch? Also da, wo mit entsprechenden Fußgängerzonen so eingerichtet ist, denke ich, kann man das machen. Schön wäre es, Herr Weißbrich, wenn wir miteinander dazu vorher ins Gespräch kämen, dass man genau, sage ich mal, solche Standorte identifiziert. Machen wir gerade. Ist ja noch nichts passiert. Ist noch nichts passiert. Und diesen Vorschlag, den haben wir auch schon mehrfach unterbreitet. Da lasst uns doch wirklich solche neuralgischen Punkte identifizieren. Dann schauen wir uns die gemeinsam an. Dann werden wir uns mit den Unternehmen dazu auch verständigen. Wir werden auch zu den Gesprächen mitbringen. Und wenn sich da Optionen geben, die sagen wir, vor allem sagen wir, in der Logistikkette das eben möglich machen, na warum nicht? Ja, aber 6 bis 11 Uhr, jetzt sage ich mal gerade im frischen Bereich, das heißt dann, dass der Fahrer deutlich früher die Ladung irgendwo aufnehmen muss, um dann wirklich in dieses Zeitfenster 6 bis 11 Uhr reinzukommen. Ne, und dann sage ich also schönen Gruß von Frau Unger von der Gewerkschaft. Dann weiß ich jetzt die Nächste, die mir aufs Dach springt und sagt, was machst du mit meinen Fahrern hier? Du verschleißt hier Tag und Nacht. Ja, also das sind dann solche Dinge, die müssen dabei auch mal wirklich mitgedacht werden. Aber nein, prinzipiell sind wir gerne bereit, über diese Dinge zu reden. Wenn sich das wirklich im Sinnstiftenden anbietet und in die Logistikkästen vernünftig einordnen lässt, kann ich mir sowas eben sehr gut vorstellen von der Umsetzung. Ich sag erst nur, wir wollten ja über das Thema Sicherheit jetzt vorrangig sprechen in dem Zusammenhang. Ja. Ich halte tatsächlich, dass es gibt ein räumliches Entzerrungsgebot, dafür sind unsere geschützten Radverkehrsanlagen da, ja. Die dann eben dem Autofahrenden und dem Lieferverkehr ihren Raum und den Radverkehr in ihren anderen Raum zuweisen. Mhm. Und es gibt ein Entzerrungsgebot über die Zeit sozusagen. Also beides sind Möglichkeiten, Verkehrsströme zu entzerren und somit die Wahrscheinlichkeit von Kollision, ich sag's mal so ganz platt, blöd sozusagen, ja, zu verringern. Und das ist ja das, was wir mit der Vision Zero oder so vorhaben. Ich habe mir öfter Vergnügen gemacht, weil ich liebe es übrigens, ja, die Stadt Berlin erwachen zu sehen. Und sie erwacht genau zwischen 6 und 10. Ja? Sie sind lieber schlafen. Also nein, das ist wirklich, das macht wirklich, ist ein echtes Vergnügen, muss man wirklich sagen. Ja, also so eine Metropole, die wirklich im Erwachen zu sehen, das zu erleben. Aber genau da kommen wir, und ich bin der Meinung, gerade mit diesem Zeitalter entzerren wir nicht, sondern da kriegen wir eben stärkere Konflikte, gerade auch im Fußgängerzonen. Wir sind erstaunt, wie belebt wir sind, gerade auch durch Fahrradfahrer, gerade in dieser Zeit. Ja. Also das muss man da wirklich sehr gut denken dann an der Stelle. Alternative wäre nachts. Also wir sehen, es gibt auf jeden Fall, also man teilt Problemanalysen und vielleicht treffen sich ja Tief und Weißbrich. Also, nee, dann hören die anderen Leute mich, können die so machen? Ja, hören Sie mich, Herr Tief? Herr Tief? Ja gut, dann sage ich das ohne Herrn Tief, aber ich wollte... Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Jetzt hören Sie mich wieder. Ja. Dann könnten Sie sich, und also Herr Weißbrich und Herr Tief, sich ja mal treffen, morgens um 6 auf dem Cottbusser Damm und dann die Stadt aufgehen sehen und gucken, wo man... Lösung findet, weil so wie ich es jetzt verstanden habe, kommt es wirklich auch, da gibt es gar nicht so eine Generalantwort drauf, sondern man muss wohl auch von Kiez zu Kiez, von Straße zu Straße gucken, auch von Gewerbe zu Gewerbe wahrscheinlich, ne? Frische Lieferung und Computer ist ein anderer Schnack, was man da machen kann. Ein anderes Thema ist ja wahrscheinlich auch so ein Sicherheitsthema, ist dieser Abbiegeassistent, hat Stefan Gelper erwähnt. Stefan Gelper, du hast gesagt, der ist nicht reingekommen in die Straßenverkehrsordnung, in die Novelle.
Da geht es darum, dass die LKWs hätten so ein Warnsignal einbauen sollen, wenn ein Radfahrer von rechts kommt. Ne? Irgendjemand spielt Matchbox im Hintergrund. Ich bin's nicht. Wieso ist der Abbiegeassistent nicht reingekommen? Was war da das Problem? Scheint mir eine total gute Lösung irgendwie zu sein, um echt gefährliche Unfälle zu verhindern. Also ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mich schwer tue zu beantworten. Nochmal ganz kurz, Abbiegeassistent ist ein letztlich relativ banales Tool, Sensorik am LKW, dass wenn der LKW rechts abbiegt und ein Fahrradfahrer dort ist, oder auch ein Fußgänger übrigens, oder Mopedfahrer, dass dann halt der LKW-Fahrer, die LKW-Fahrerin gewarnt wird und dann darauf reagieren kann. So, und die Unfallversicherer haben festgestellt, dass man damit bis zu 2/3 dieser Unfälle halt vermeiden oder die Unfallfolgen drastisch vermindern kann. So, warum ist das jetzt nicht in der StVO-Novelle berücksichtigt worden? Ich kann die Argumentation von Herrn Scheuer wiederholen, allerdings wird das keinen Erkenntnisgewinn bringen. Herr Scheuer verweist immer aufs EU-Recht und sagt, deswegen ginge das nicht. Wir haben ein Gutachten machen lassen, wo wir das explizit dieses Argument auseinandergenommen haben. Und da ist halt nichts dran. Was man nicht machen kann, ist, jetzt wird es feinschmeckerisch und nerdig, man kann es nicht in die Straßenverkehrszulassungsordnung reinschreiben, weil da in der Tat das sehr europäisch verrechtlicht ist. Ja, also der polnische LKW sollte in gleichen Bedingungen zugelassen werden wie der deutsche LKW, mal so platt formuliert. Aber dass eine Stadt sagt, bei uns richtet man eine Fußgängerzone ein und da darf gar keiner mit dem Auto reinfahren oder wir machen eine Verkehrssicherheitszone, da dürfen halt nur LKWs mit Abbiegeassistenten reinfahren. Das geht natürlich, das hat dieses Gutachten belegt. Aber Herr Scheuer wollte es nicht. Wir haben auch über Berlin das im Bundesrat nochmal probiert, oder das heißt probiert, forciert. Er hat gesagt, dass wenn die Bundesländer ihm das reinschreiben, dass er dann die Novelle der Straßenverkehrsordnung nicht verkünden wird. Das heißt, das war eine Konfrontation und das ist jetzt so mit allen Folgen. Ich habe mit ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, die das allesamt nicht nachvollziehen können. Ich sage mal so, es gibt jetzt auch andere Möglichkeiten, Assistenten oder den Einbau zu fördern, über Vergaberecht, über Förderprogramme und. Aber auch da ist noch deutlich Luft nach oben im Verkehrsministerium. Das muss man schon so sagen. Und vielleicht zu der Debatte vorher nochmal ganz kurz. Es ist nicht nur die Entzerrung von Raum und Zeit, sondern es ist auch ganz häufig eben Sichtbeziehung herstellen. Das heißt, am Ende des Tages werden Weltstädte weltweit, also Großstädte insbesondere, hinkommen, festzustellen, dass man auf Hauptstraßen nicht mit dem privaten Pkw wird parken können in Zukunft. Und dann gewinnt man nämlich den Platz für insbesondere Güterverkehr. Ich sage nochmal, Lieferdienste sehe ich tatsächlich deutlich kritischer. Das mag jetzt mal für den Supermarkt anders sein, aber die haben ihre eigenen Lieferzonen regelmäßig, nicht alle, aber regelmäßig. Beim Güterverkehr, wenn da eine Baustelle ist, das ist ein anderes Spiel, ne? Da muss man das entsprechend berücksichtigen bei Einrichtung der Baustelle. Aber die ganzen Paketzulieferungen, und die stehen immer in zweiter Reihe, das ist ein, wenn man diesen Part lösen würde, das würde schon zu einer, für Berlin gesprochen, zu einer ganz erheblichen Entspannung führen. Und da rede ich gar nicht nur über Lastenräder, sondern auch über sowas wie Paketstationen. Ja, also was es auch schon gibt, was wir halt viel, viel mehr brauchen. Ja. Da kommen wir gleich noch zu Stefan, Herr Gelper, zu diesen. Alles gut, aber gut, dass Sie es schon mal sagen. Aber jetzt, also zu diesen, ich sag mal, Innovationen im Güterverkehr, und das ist nochmal gut. Es ist was anderes, als ob man jetzt diese ganzen Zalando-Bestellungen hat oder wirklich, ich sage jetzt mal, Grundversorgungseinrichtungen, das denke ich auch. Aber ich wollte jetzt, Herr Tief hat sich gemeldet, ich weiß nicht, wollten Sie noch was zum Abbiegeassistenten sagen? Ja, vielleicht sagen Sie was dazu und dann auch noch zu den auch reagieren auf den Beitrag von Herrn Gelper. Auf jeden Fall, weil ich einiges nicht ganz so im Raum stehen lassen will. Also Nummer eins, das Thema Abbiegeassistent, das kam übrigens aus dem Gewerbe, ja? Also die Forderung einer solchen Innovation kam aus dem Gewerbe. Deswegen sage ich ja, also Thema Verkehrssicherheit, da steht man oben auf der Fahne. Und Herr Gelper, vielleicht erinnern Sie sich, ich war mal bei Ihnen zu Besuch gewesen in Ihrem Büro im Bundestag. Und bereits, das ist schon einige Jahre her, und bereits zu dem Zeitpunkt haben wir über das Thema schon gesprochen. Und da waren wir uns auch im Klaren gewesen, dass es ein dickes Brett ist im Sommer mit dem europäischen Recht. Und aus diesem Grunde haben wir gesagt, dann lasst uns doch national etwas machen und auf den Weg bringen,
Und das haben wir auch dann mit dem Scheuer besprochen. Und daraus kam dann ja wirklich dieses Förderprogramm, das nationale Förderprogramm für den Einbau von Abliegeassistenten. Und ich muss Ihnen mal sagen, also im letzten Jahr, als die ersten 10 Millionen dafür aufgelegt worden sind, die waren binnen 24 Stunden waren die vergriffen. Ja, also war das Programm, sagen wir mal, eben ausgeschöpft. So, und wir haben wirklich auch drum gerungen, trotz Corona und allem drum, dass es dieses Jahr fortgeführt wird. Also wir machen da national schon einiges und trotzdem bleibt es dabei, am Ende des Tages ein verpflichtender Einbau in die Fahrzeuge selbst kann tatsächlich nur in europäischer Ebene entschieden werden. Das hat was mit den AEB zu tun, Einbauerlaubnissen etc. Ja, also deswegen, wir tun was. Und wir bleiben da am Ball und wir werden auch weiter forcieren. Und wir haben vor allem auch gerade eben PR-mäßig auf der Strecke sehr, sehr viel gemacht. Und also Stichwort, ich fahre einen Assi. Also das ist eine Kampagne, die wir gefahren haben. Also wir machen da etwas. Ja, das heißt wirklich, ich fahre einen Assi, heißt Ihre Kampagne? Ich glaube, ich habe den Assi, oder? Ja, sehr schön. Aber vielleicht nochmal als Reaktion genau darauf. Das stimmt, diese 5 Millionen hat aber auch nicht Herr Scheuer gemacht, sondern das hat zum Schluss das Parlament gemacht. Wir mussten das gerade zu Herrn Scheuer aufdringen. Und dann sind es im Folgejahr 10 Millionen geworden. Und tatsächlich gibt es aber ein Förderprogramm für Lkw-Ausstattung in Höhe von 250 Millionen jährlich. Und es wäre doch sinnvoll, einfach das den Abliegeassistenten da rein zu integrieren, weil wenn das so stark nachgefragt ist, und ich, wie gesagt, bin da vollkommen bei Ihnen, das kam aus der Logistikbranche, das kam aus der Radfahrbranche, dass man doch sowas einfach mal einbauen könnte, so, und dann sollte man doch diese Fördersummen da nicht begrenzen, sondern dort einen Fokus drauf legen, damit das möglichst schnell passiert, weil das ist ja nicht nur Tod und Unglück für die fahrradfahrenden Menschen, sondern das ist natürlich auch für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, kann das ein Trauma sein, da sind die Menschen sehr unterschiedlich, aber nach so einem Unfall gehst du natürlich nicht einfach normalerweise nicht einfach so nach Hause und sagst dir so, ja, war halt so ein Arbeitstag. Ne? Also da sind wir durchaus beieinander, aber die politische Forderung an Herrn Scheuer geht da doch, dass er da mal ein bisschen mehr Tempo machen muss. Ne? In dem Fall alternativ können wir, wenn ich das mal sagen kann, wir hatten ja tatsächlich, also wir hatten ja einen unserer tödlichen Unfälle in Friedrichshain-Kreuzberg auf einer Kreuzung mit einem Betonmischer, der abgebogen ist. Ich fahre zu solchen Unfällen dann als Amtsleiter selber hin und ich habe gesagt, sowas macht betroffen, das meine ich ganz ernst. Und man überlegt dann, was man tun kann. Und ein Stück weit ist das dann auch eine Hilflosigkeit, die man selbst empfindet. Wir prüfen derzeit, wie weit wir diese Kreuzung auch mit einfachen Mitteln schnell sicherer machen können, dass wir die Abbiegebedingungen erzwingen. Das ist aber nicht ganz so einfach wie unsere Pop-Up-Bike-Lanes, das ist das eine. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich es könnte, ich würde das Abbiegen ohne Abbiegeassistent als untere Straßenverkehrsbehörde verbieten. Ja? Also ich sage es mal ganz ehrlich, wer einen Abbiegevorgang nicht sicher ausgestalten kann, und es regelmäßig zu tödlichen Unfällen kommt, dem verbiete ich dann, ich glaube, ich kann es nicht unbedingt, aber ich sozusagen von der Emotion wäre ich dann zu sagen, ja, du darfst nicht abbiegen. Und wenn du es dann doch tust, dann bist du halt schuld, sozusagen, und zwar richtig. Also das ist, also an der Stelle muss ich sagen, da ist für jemanden, der für die Straßenverkehrssicherheit in einem Bezirk Berlins verantwortlich ist, ist meine Geduld schon lange am Ende. Das sage ich ganz ehrlich. Und da werde ich auch zu rechtlichen Instrumenten greifen, die vielleicht sogar fragwürdig sind. Also das ist, weil es schlichtweg um Menschenleben geht. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Ja? Und der Abbiegeassistent, der muss kommen. Die Stadt Wien versucht genau sowas mit Rechtsabbiegeverboten. Wird man sehen, wie sich das dann konkret auswirkt. Ne? Weil dreimal links abbiegen ist vielleicht auch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Aber da wird man die Beobachtung, also die Erfahrung aus Wien dann wirklich mal anschauen und dann, wenn das dort klappt, dann wird das sehr spannend zu sehen sein, ob das auf der Grundlage der SCVO in der Bundesrepublik auch geht. Ne? So. So, jetzt haben wir natürlich, damit ihr tief was sagt. Ich weiß, ich lasse Ihnen auch was sagen. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen versuchen zu sortieren. Jetzt haben wir natürlich Abbiegeassistent, ist ein Wespennest anscheinend, ist hart. Jetzt haben wir natürlich auch von finanziellen Anreizen, wo nie jemand irgendwie Nein sagt, bis zu ich komme dann und verbiete es euch.
einen ganz schönen Instrumentenkasten gehört. Da würde dann wahrscheinlich das Verkehrsgewerbe auch gerne was zu sagen. Deswegen kann Herr Tief jetzt noch was dazu sagen. Aber dann wirklich nochmal zum Klimaschutz, weil ist ja auch sehr wichtig für die Menschen. Herr Tief. Ja, Herr Weißbrich, das würden Sie auch mal verstehen. So wie Sie von Amts wegen sich diese Unfallstellen anschauen, ich bin nach jedem Radunfall, den es gegeben hat, bin ich an diesen Stellen gewesen. Ich habe extra den Draht zum ADFC sagen, wir nehmen uns 1, 2, 3, ich sag mal, neuralgische Punkte in Berlin vor und entwickeln gemeinsam. Dann sage ich wirklich, ein Sicherheitsvorschlag, den wir dann wirklich der Sendung auf den Tisch legen und sagen, das ist abgestimmt zwischen den Verkehrsteilnehmern, zwischen dem LKW. Auch Herr Gelber nochmal, dieses Thema eben hier abbiegen im Schritttempo. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit rauf auf zum Fahrzeug und wir biegen mal gemeinsam ab und dann sagen Sie mir, was Schritttempo ist. Ja, und wenn Sie mit betroffenen Fahrern sprechen, die leiden ein Leben lang nach einem solchen Unfall und der sagt, ich bin im Schritttempo gefahren. Also da ist wirklich eine Baustelle, oder das wurde im Westen Nest genannt, über die da wirklich viel gesprochen werden muss. Wir bleiben als Gewerbe selbst dabei. Wir begrüßen den Abbiegeassistenten. Wir wären noch nicht dagegen, dass er gesetzlich vorgeschrieben wird. Aber wenn er gesetzlich vorgeschrieben wird, dann wirklich europäisch. Jetzt gehen wir einen harten Cut und gehe rüber von der Verkehrssicherheit zum Thema Klimaschutz. Herr Tief hat in seinem Eingangsstatement ja auch gesagt, dass das Thema Umweltverträglichkeit ist ein Riesentreiber für die Branche. Er hat von E-Mobilität gesprochen und überhaupt Innovationen in den Antriebsarten. Da wollte ich, weil Klimaschutz ist ja auch also wichtig für das innerstädtische Klima. Herr Tief, vielleicht bitte um kurze Antwort. Was könnten Sie sich konkret vorstellen, antriebsmäßig, fahrzeugmäßig für den innerstädtischen Verkehr, was irgendwie klimaschonender, emissionsfreier ist als ein Diesel-LKW? Was können Sie sich da vorstellen? Naja, das ist schwierig. Also weil man mal nachgerechnet hat. Ja, also ein Euro 6, der ist mittlerweile wirklich, sag mal, so umweltfreundlich, dass er tatsächlich auch mit E-Fahrzeugen konkurrieren kann. Wenn ich sag mal, den Lebenszyklus mir tatsächlich auch anschaue von einem solchen E-Fahrzeug, denn der besteht ja nicht nur aus grünem Strom, sondern da gibt es eine Batterie etc. Also ich will das nicht alles weiter ausdehnen. Insofern sage ich, also wir haben eine Menge zu tun. Mein ganz persönlicher Standpunkt heißt, wir brauchen eine vernünftige Wasserstofftechnologie. Das ist mein Standpunkt. Da gibt es wieder andere, die anderen sagen, daran liegt die Zukunft. Alles andere sind Brückentechnologien, aber ich sage mal, Euro 6, der ist schon momentan eine ganz feine Sache. Hm. Wasserstoff wäre dann auch, also für die längeren Strecken mit dem LKW, ja, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Ich habe gehört, es gibt aber ja auch schon Shuttle-Verkehre, also Shuttle-LKW, die immer die gleiche Strecke fahren zwischen, ich sage jetzt mal, Versorgungslager und Supermarkt. Wir haben tatsächlich auch einen 10-Tonnen-Akku im 40-Tonner, soll es ja auch geben. Die können dann B- und entladen, sich dann direkt den Strom holen. Thema Wasserstoff ist natürlich jetzt gerade sowieso in aller Munde. Alle wollen diesen Wunderstoff, diese Dekarbonisierungswunderwaffe. Keiner kann sie bisher zu marktcoolen Preisen herstellen. Im Konjunkturpaket sind 9 Milliarden für Wasserstoffforschung vorgesehen. Ist aber natürlich dann auch ein Riesenthema. Muss ja, wie Sie gesagt haben, man braucht eine Wasserstoffinfrastruktur, die müsste man vielleicht dann wieder in den Bezirken bauen, weiß ich gar nicht. Ja, ist vielleicht wieder eine Aufgabe von der Weißbrich, die müssen dann irgendwo tanken. Wie ist es denn, oder fragen wir mal Stefan Gelper, was ist mit Wasserstoff und Güterverkehr? Was sind da so die bundespolitischen Ideen für, wie kriegt man das, also es gibt jetzt Geld dafür und wo geht das dann hin, der Wasserstoff? Und wann kommt es beim Verkehrsgewerbe an? Also was beim Verkehrsgewerbe ankommt, hängt natürlich explizit davon ab, wie schnell da jetzt die Bundesregierung ist. Forschungsgeld ist das eine, das auf die Straße zu bringen, dann immer noch ein zweiter Step. Ich sage mal so, an der Stelle, glaube ich, ist die Debatte darum deutlich versachlichter und wird deutlich sachlicher geführt als beim Pkw. Ja, beim Pkw, wenn da einer Elektromobilität ruft, dann ruft der andere Technologieoffenheit und dann wird da eine Stunde gestritten und ändern tut sich nichts. Beim LKW ist es so,
Das vielleicht ist das, weil das weniger emotional ist, weil die weniger Leute betroffen sind, keine Ahnung. Da wird sehr klar geschaut, was sind die Anwendungsszenarien, welches Anwendungsszenario kann da mit unter welchen Voraussetzungen bewerkstelligt werden. Und da ist Wasserstoff bei schweren Fahrzeugen, die längere Wege zurücklegen müssen, einfach der Batterietechnik zumindest Stand jetzt überlegen. So. Man hat beim Wasserstoff halt das Problem, dass man mehrfach Aggregatzustände, das ist jetzt technisch falsch, aber so verändern muss und dadurch immer Energieverluste hat. Und das ist halt ein Problem. Das ist aber eben bei so schweren, gerade LKWs oder auch Zügen, wir haben ja auch schon einen Wasserstoffzug, jetzt auch hier so eine Region, der fährt auch schon, kann man sich anschauen, ist das aktuell die Technologie, die da am weitesten gediehen ist und wo ich glaube, dass wir da hinkommen. Ich sehe kein Szenario, dass wir Oberleitungs-LKWs in Massen bekommen, das mag im Spezialfall mal gehen, aber dass wenn wir jetzt alle Autobahnen mit Oberleitungen versehen würden, wie das anscheinend der Traum von einzelnen Menschen ist, dann kann man ein paar Schienen drunter legen und das dann Eisenbahn nennen. Also da scheint mir nicht so viel Sinn drin zu sein. Ansonsten bei Bussen zum Beispiel, das ist jetzt nicht originär Güterverkehr, aber selber mitgenannt, da glaube ich, wird es auch eine hybride Technologie geben können, nämlich aus der Möglichkeit, Oberleitung und Batterie bei Bussen zu kombinieren. Ja, also das scheint mir durchaus möglich. Es gibt auch Menschen, die würden gerne alles mit E-Fuels bewerkstelligen, weil man da quasi mit den bisherigen Motoren 1:1 weitermachen könnte. Da glaube ich, liegt persönlich, also da die Berechnung, die ich kenne, da liegt da nicht so viel Segen drauf. E-Fuels, also quasi synthetisch hergestellte Öle, wenn man so will. Ich glaube, das ist vielleicht für die Flugzeugindustrie, kann man das machen oder kommt man da nicht drum rum. Aber ich sehe auch, wie tief beim LKW im Standardfall in der Zukunft den Wasserstoff als die Technologie. Schauen wir mal. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ein weiterer Anwendungsbereich für Wasserstofftechnologie, den wir definitiv sehen, ist die Kommunaltechnik. Wir haben häufig sehr geringe Reichweiten, also in der Stadt auch, also Friedrichshain-Kreuzberg ist nun wirklich ein kleiner Bezirk, aber andere, also Kommunen sind nun mal mit begrenzten und planbaren Reichweiten, sage ich mal. Und das andere ist, wir haben aber dennoch den Bedarf, häufig hohe Energieintensität, Hydraulik zu bewegen. Also seien es Reinigungsfahrzeuge, seien es Hubsteiger, seien es Pritschenfahrzeuge, seien es Baufahrzeuge. Mhm. Also den Bereich der Bautechnik, und der ist bisher wasserstofftechnisch noch nicht sehr abgedeckt. Da sehe ich, oder könnte ruhig 1 Milliarde reinfließen von dem. Nein, aber auf jeden Fall, da ist wirklich noch ein weiterer Bedarf für Wasserstofftechnologie. Und das wäre übrigens ganz interessant, wenn man zum Beispiel städtische Bauhöfe zu einem Hub macht, um dann auch Wasserstofftankstellen zur Verfügung zu stellen. Also das wäre so ein Gedanke, den ich hätte zu der schon angesprochenen Frage, wie kann so eine Infrastruktur dann bereitgestellt werden? Da kann man immer nur daran appellieren, da sind wir auf jeden Fall bereit zu. Ich hatte ja schon ein Beispiel genannt, wo Platz und auch ein Eigenbedarf wäre, also auch eine Motivation und eine Ressource und eine Infrastruktur schon vorhanden ist. Wenn das noch weiterhin stattfinden soll im Straßenland und es sind die Bezirke zum Beispiel oder die Kommunen, die damit beauftragt werden, dann muss man neben der Förderung der reinen Technologie tatsächlich auch die Verwaltung mitdenken, die das umsetzen müssen, sage ich mal nur dazu. Weil am Ende wird ja immer geschrieben, das ist alles bürokratisch oder so. Häufig ist es dann nur noch eine weitere Aufgabe, die auf den Stapel kommt. Und wenn man es wirklich ernst meint mit einer massiven Ausbau von Infrastruktur, dann muss man auch nicht nur die Technologie fördern, sondern auch die Institutionen, die sie dann genehmigen und umsetzen sollen. Das ist für mich immer noch so ein wichtiger Punkt. Ne? Ich habe noch zwei Fragen. Wir haben noch ungefähr 6 Minuten. Und außerdem muss ich noch einen kleinen Werbeblock hier für unsere... Habe ich das eigentlich schon? Habe ich den schon mal in die Kamera heute gehalten? Nee, okay, gut. Der Mobilitätsantrag, Richtig-Böll-Stiftung, hat ein Riesenkapitel zum Thema Güterverkehr und natürlich auch zu Antriebsarten und aber auch zu Fahrradbewegung. Ich muss den hier reinhalten, damit Sie sich den alle bestellen oder als PDF im Internet runterladen, der Mobilitätsatlas. So, okay. Der Werbeblock. Und ich wollte jetzt nochmal, weil wir sind ja auf der Fahrradmesse und ich habe gehört am Freitag von Stefan Gelper unter anderem auch bei einem Panel zu Cargo-Bikes und Lastenräder. Da wollte ich aber jetzt den Herrn Tief nochmal fragen.
Wie ist denn das mit kombinierten Verkehr? Wie ist Ihre Meinung dazu, dass also ein Großteil der innerstädtischen Logistik, die Sie sozusagen anfahren bis an die Metropolgrenze, dann mit einem Cargo-Bike, vielleicht einem Elektro-Cargo-Bike, Lastenrad oder diese schon, ja, gibt ja auch welche, die sind jetzt schon speziell dafür gebaut, dass man damit eine Europalette transportieren kann. Ist das für Sie vorstellbar als LKW-Verband? Frau Kroll, jetzt werden Sie wahrscheinlich staunen, für mich ist alles vorstellbar. Ja, und ich sag mal so ein Hub am Rande der City, wo dann eben sag mal, die Feinverteilung vor allem mit Elektrofahrzeugen erfolgt, ist für mich sehr gut vorstellbar. Natürlich nicht mit dem Lastenfahrrad. Also ich stelle mir gerade vor, den Rasthof Stolpe hinten so in dieser Ecke, ja, also dass da der Hub entsteht und dann soll von da aus dann mit dem Lastenfahrrad nach Berlin reingefahren werden. Das dürfte ein bisschen kompliziert sein, denn es müssten dann mal auch andere Fahrzeugtypen sein. Über sowas kann man alles reden, aber ich sage immer eins ganz deutlich, in Berlin wird nicht drüber geredet, also zumindest nicht in der Spitze. Ich sage nochmal, nicht, also ich freue mich, ich hoffe, es klappt, dass ich am 2. September bei Herrn Strese einen Termin kriege und da wird das zum Beispiel mit ein Thema sein. Ja, also wir haben zum Beispiel auch so ein paar Vorstellungen, also wenn Tegel tatsächlich geschlossen wird, kann man Tegel nicht für solche Zwecke eben benutzen, dass man da eben wirklich eben sammelt und dann eine vernünftige Feinverteilung organisiert. Also solche Dinge sind alle vorstellbar. Man muss zunächst drüber reden, man muss natürlich die Leute an den Tisch kriegen und ich sage mal, wir reden hier über ein mittelständisch geprägtes Gewerbe. Man muss da auch schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um dieses Gewerbe auch dementsprechend zu motivieren. Sehr gut. Das mit dem Miteinander reden, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Das gucke ich auch nochmal, ob wir als Böll-Stiftung, abseits von diesem Güterverkehrsartikel, und wir haben aber auch tatsächlich auch schon, Stefan Gelper war, glaube ich, sogar da, eine Runde mal dazu gehabt in der Heinrich-Böll-Stiftung zur Zukunft des Güterverkehrs, da allerdings eher so Schienengüterverkehr. Also, dass wir da irgendwie einen Dialog, Gespräche irgendwie ein bisschen vertiefen, so wie wir es hier schon angerissen haben und leichte Verabredungen getroffen haben für im Morgengrauen. Ich hatte eine letzte Frage. Im Morgengrauen bin ich übrigens nicht dabei, aus familiären Gründen, aber auch, weil ich echt der Morgen bin. Also um 6 wollen Sie mich. Wir schicken ein Bild. Ja. Vom Sonnenaufgang. Jawohl. Ja. vom Cottbuser Tor. Ich hatte Ihnen eine Frage so zum Abschluss geschickt. Haben jetzt ja so über verschiedene Instrumente gesprochen, über scharfe Instrumente. Felix Weißbrich hat ganz scharfe Instrumente angepackt. Herr Gelper hat etwas vermittelnder gesprochen und der Tiefanreize. Was ist für, deswegen die letzte Frage an Sie. Können wir an Herrn Tief anfangen, Herr Weißbrich, dann Herr Gelper. Was sind für Sie die drängendsten, welche Probleme, wenn wir jetzt auf dieses Fahrrad und Logistik und Klimaschutz gucken, welche Projekte in Berlin sollten morgen sofort angegangen werden politisch? Also was ist das Wichtigste? Wo fangen wir an? Abbiegeassistent oder hier diese Verbotsrechtsabbiegen verbieten? Was könnte man morgen sofort umsetzen? Was sollte man morgen sofort umsetzen, Herr Tief? Frau Kroll, das kann man nicht mit A, B oder C beantworten. Ich sage Ihnen etwas anderes und vielleicht freut Sie das. Also wir haben erfolgreich 2019 ein Brummifest auf dem zentralen Festplatz durchgeführt mit einem Schwerpunkt Verkehrssicherheit gemeinsam mit dem ADFC. Und wir planen das nächste Fest ab morgen für 2021, kann ich jetzt schon ankündigen. Und da wird genau dieses Thema Fahrradverkehr, Verkehrssicherheit auf der Agenda mit ganz weit oben stehen. Wir als Verband machen das. Wann ist es, das Festival? Nächstes Jahr? Nächstes Jahr, im August. Sie sagen uns Bescheid. Wir sagen Ihnen Bescheid. Sie kommen auf die Wählung. Ja. Okay, Herr Weißbrich. Also als Sofortmaßnahme verabrede ich mich jetzt mit Herrn Tief in der Bergmannstraße am Cottbuser Damm. Das haben wir schon mal festgehalten. Herr Tief, das machen wir in den nächsten Tagen. Würde ich mal vorschlagen. Ganz ernst, also die... tatsächlich das Problem des Durchgriffs bei Ladezonen, das halte ich für eins der essentiellen. Wir haben da echt ein Problem. Ich kann mir auch vorstellen, Ladezonen als Sondernutzungsflächen zu vergeben und dann den Gewerbebetreibenden das Abschleppen selber zu ermöglichen, damit überhaupt angeliefert werden kann. Das ist ja teilweise ein Problem. Also diese mangelnde Regeltreue und Rechtsinstrumente zu schärfen, Personal aufzustocken, um zu ahnden,
aber insbesondere auch Rechtsinstrumente zu schärfen im Land Berlin, damit Ladezonen wirklich durchgesetzt werden können. Und damit gilt, dort, wo eine Ladezone eingerichtet ist, dort wird B- und Entladen und nicht geparkt. Das wäre wirklich etwas, was ich mir für ganz bald wünschen würde. Es ist, wird höchste Zeit, dass wir da vorankommen. Frau Groll, das unterschreibe ich mit, ja. Ja, ich bin froh, dass wir hier so vermitteln können. Das ist, ja, das ist super. Sehr schön. Stefan Gelfer, du bist, Sie sind nicht dabei. Was ist dann Ihr Projekt für diesen Tag? Wenn das so eine Highlight-Veranstaltung wird, vielleicht kriegen wir die doch auf den 8 gelegt, dann bin ich dann doch mit dabei. Aber gut. Nee, also tatsächlicherweise klar, die ordnungsamtliche Durchsetzung ist, glaube ich, der Punkt, den man am schnellsten machen kann, weil es eben nicht Infrastruktur ist. Ich finde es auch gut, dass das Land Berlin ein Zusatzprogramm für Abbiegeassistenten ins Leben gerufen hat, also da konkret die Wirtschaftsverwaltung, weil eben das, was vom Bund kommt, nicht reicht. Aber man muss, glaube ich, Mobilitätswende in der Gänze angehen. Wenn wir jetzt beim Konjunkturpaket in der Umsetzung sind, finde ich es zum Beispiel schlecht, dass wir da immer nur über Autokauf, Pkw-Kauf reden und nicht über Sharing. Weil mit Sharing könnten wir Platz schaffen. Einfach wenn mehrere Leute ein Auto nutzen, dann hat man automatisch auch mehr Platz dann für den Lieferverkehr oder für Ladezonen oder Ähnliches. Und das ist jetzt auch eine Verhandlung, die im Sommer noch stattfindet, nämlich bei der konkreten Ausgestaltung. Was kommt jetzt aus dem Konjunkturpaket, was wird aus den Milliarden, die da bereitgestellt, gefördert und was noch nicht.